So. Kann ja auch nicht jeder sehen, ne? Egal. So, okay. Da vorne sollen wir hin. Ich werde das später nochmal alles in Deutsch stellen. Muss jetzt, habe ich gerade keine Lust dazu, keine Lust gehabt, das zu machen. Und ich wollte es eigentlich gestern Abend schon aufnehmen. Also, es war gestern Nacht schon. Aber da musste heute wieder zur Matheprüfung. Und dann dachte ich mir, okay, gehst heute ein bisschen früher pennen. Was machst du denn da? Die Tür auf hier. Macht Sinn natürlich nicht. Ach, hier, die Tür muss ich auch machen. Okay. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Wer war das? Dein Besitzer? No. Sein Sohn. Oh, bitte hilf! Bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen, schnell! Wir haben Ratten im Stall! Das glaube ich nicht. Nein, er kommt mal her. Oh, ist er? Ah, cool. Wie greife ich jetzt an? So, bam. Oh, der hat mir eine Fresse gehauen. Au, au, au. Oh, jetzt wird aber knapp. Bam. Oh ja. Dieser Albtraum, ich kann einfach nicht mehr. Das ist nun vorüber, Therese. Folge mir. Wir müssen eilen. So, Therese, dann komm mal mit hier. Rennst du mir jetzt hinterher? Escort to safety. Okay. Achso, ich soll bloß die Tür aufmachen, oder was? Oh, diese Ladebüsch. Aveline, meine Tochter, allein in der Dämmerung. Wo warst du nur? Nach dem Albtraum wollte ich Luft schnappen. Liebste Stiefmutter, ich bin erwachsen. Sorge dich nicht um meine Sicherheit. Du unterschätzt die Gefahren dieser Welt. Wenn nicht für dein Leben, dann doch für deinen Ruf. Warum bist du nur so eigen? Ich wünschte, du wärst... Hör zu, Madeleine. Ich benötige deine Hilfe. Und es ist äußerst dringend. Was ist? Als ich fort war, hörte ich markerschütternde Schreie. Ich folgte ihnen und entdeckte eine Frau, eine Sklavin, schwer verwundet. Wo ist sie? Ich schicke Hilfe. Sie wartet in einem Wagen, draußen, auf der Straße. Aveline! Sei nicht böse. Ich wusste, du weißt, was zu tun ist. Ich konnte sie doch nicht einfach krepieren lassen. Oder schlimmer. Oder schlimmer? Du hast sie bereits einer Hetzjagd ausgesetzt, allein durch deine Unbesonnenheit. Nun gut. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl ließest. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh, vielen Dank, Madeleine. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Alter, wie die sprechen, ne? Das ist schon eichelartig. So, alles klar. 150 Money, damit kommen wir aber nicht weit. So, was ist hier los? Okay, hier müsste noch eine Truhe sein irgendwo. Komm drauf. Lass mich da drauf. Hm, geht nicht. Ach, jetzt sprintet sie auch nicht so. Mit ihm denn hier? Schaben. Sie liebt mich. Lol, jetzt rennt er mir hinterher. LOL, der rennt mir hinterher. LOL.
Interact. Wieso rennt er mir die ganze Zeit hinterher jetzt? Was will er denn jetzt von mir? Jetzt mit mir vögeln oder was? So, Sklaven-Outfits, Traveling Clothes, ja. Select. Ja. Lass mich doch jetzt in Ruhe. Sag mir jetzt nicht, dass ich mit dir auch noch bumsen kann. Was wird die jetzt? Ach, die brennt mir jetzt hinterher, oder was? Noch eine, die mir hinterher rennt. So, wieder zurück rein hier. Rennt die mir denn. Der eine Typ rennt mir aber nicht mehr hinterher, ne? Ne, gut. Den wollte ich nicht mit nach Hause nehmen. Aveline, verspätet zum Essen und wieder Aschfall. Ich fürchte, du ruhst nicht genug. Oh, Papa. Ich komme zur Ruhe, wenn ich alt und grau bin. Wenn du so weitermachst, ist es bald soweit. Ah, ich fürchte, du schlägst mehr nach deinem Vater, als es einer Dame geziemt. Ein Apfel vom selben Baum. Übrigens, Monsieur Blanc erbittet deine Hilfe beim Lagerhaus. Ich vermute, dass er Arbeit für dich hat. Ist das alles, was er zu bieten hat? Ich dachte, bei so viel Aufmerksamkeit hielte er um deine Hand an. Wie auch immer. Es ist die Arbeit, die mich interessiert. Philipp. Oh, meine Güte. Bei diesem interessanten Gespräch habe ich doch gänzlich die Zeit vergessen. Wenn ihr mich entschuldigt. Guten Tag, Papa. So, er ist fort. Und ich sage dir, Aveline, ich habe mich um alles gekümmert. Deine Freundin ist nun sicher. Hast du noch mehr derlei Probleme? Zögere nicht, zu mir zu kommen. Okay. Gut, haben wir geklärt. Dum, 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 dum. Achso, continue. Muss ich klicken müssen. Oh, hab ich nicht mitgekriegt, sorry. So. Fast Walk, was ist hier? Hallihallo. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Der Typ hat uns den Auftrag gegeben. Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. So wie es aussieht jedenfalls. La 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 la. Ich bin gar nicht da. Salutation. Wie geht weiter? Nein! Oh, verdammt, hab ich mich gesehen. Halb hier, du Arsch! Oh, ich hätte ihn doch töten können. Aber er hat mir doch den Auftrag gegeben, warum hätte ich ihn denn töten müssen? Oder was hätte ich da machen sollen? Ich weiß es nicht. Okay, warten erstmal. Okay, da vorne bleibt er stehen und guckt, dreht sich um. Dann geht weiter, Freundchen. Was? Trau dich. Ganz gut.
Whistle. Also sogar für Flüsseln, um die Leute so hierher zu holen, sag ich mal. Das ist wieder so ein Typ, den ich an Charmanten machen, T-Penis, Dreieck machen. Nicht flüstern, pfeifen. Whistle heißt pfeifen. Wie sag ich denn? Whisper heißt flüstern. So rum. Bursche, die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich, ist der Kapitän nicht weniger korrupt. Mhm. So. Dann soll ich da vorne hingehen, ja? Und sollen wir den quatschen? Hey, Oshis. Moin. Ich werde auf euch trinken. Ach, jetzt kann ich ihn anscharmen. Ich komme jetzt durch die... Ah, dadurch komme ich jetzt auf dem Schiff rauf. Okay. Komm mal her. Komm. Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten. Geht ja schneller, leichter als ich dachte. Lol. Kann ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt. Kommt. Hier oben rauf. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxent geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja. Ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Okay. Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. Sie steht wie so ein Krüppel da. Wie macht sie denn ihre Hand immer so schön nach oben? Alter. So. Was? Start Memory. Okay. Charm at least one guard. Alles klar, also hier ist das gut. Eagle Vision. LT? Achso. Was ist das? Achso, das ist die Fracht. Locate the stolen goods. Und hier muss ich dann wieder Eagle Vision machen oder was, wenn ich hier bin? Ah, ist klar, okay. Dann muss ich wieder das hier machen. Und irgendwo hingucken, aber wo? Okay.